Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Hannes Reichelt muss in der WM-Abfahrt spät starten. Urheberrecht, Getty Images. Vor der WM-Abfahrt der Männer sorgt der Österreicher Hannes Reichelt für Ärger und wird dafür bestraft. Doch möglicherweise profitiert er am Ende sogar davon. Skirennläufer Hannes Reichelt. Österreich muss die WM-Abfahrt am Samstag 12.30 Uhr im schwedischen Aachen nach einer Strafversetzung als 45. Starter bestreiten. Für den Super-G-Weltmeister von 2015 war bei der Vergabe der Startnummern die ungeliebte 1 übrig geblieben, er blieb aber der öffentlichen Nummernvergabe am Abend fern. Da er sich auch nicht vertreten ließ, wurde der 38-Jährige nach hinten versetzt. Damit wird der Franzose Adrien Thiot das Rennen mit Startnummer 2 eröffnen. Josef Ferstl, Hammer, geht mit Startnummer 10 als 9. auf die Olympia am Berg Ares-Gutan. Manuel Schmidt-Fischen trägt die 25, Dominik Schweiger, Königssee, die 29. Kluger Schachzug von Reichelt. Reichelts Weigerung, als Erster auf die Piste zu gehen, könnte sich als kluger Schachzug erweisen. Die Wetterprognose sieht für den Nachmittag bessere Bedingungen vor. Service, Medaillenspiegel der Ski-WM. Reichelt hatte sich in seiner Funktion als Athletensprecher zuletzt vergeblich dafür eingesetzt, das Prozedere der Startnummernvergabe zu ändern. Sein Vorschlag war, dass sich die Top 30 jede Nummer zwischen 1 und 30 aussuchen dürfen. Derzeit ist es so, dass sich die Top 10 eine ungerade Zahl zwischen 1 und 19 aussuchen dürfen. Weil Reichelt als 10. gemeldet ist, blieb ihm nur die ersten